Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Trip-Report. Die Sonne scheint in Hannover. Ja, und wie blauer Himmel. Wir fliegen heute aber Richtung Wien. Genau, mit der Austrian natürlich in der A320 Business Class. Wir schauen mal, dass wir jetzt noch Zeit haben für die Lounge, weil ihr wisst ja, es ist viel los in diesen Zeiten an den Flughäfen und Hannover ist auch oft busy. Wir gucken mal. War die längste Sicherheitskontrolle neben Mexico City, wo sie noch nicht alles auseinander kann. Ja, genau. Muss aber genau kontrolliert werden. Ich gehe mal hier durch. Ja. Und so lange hat es gedauert, bis endlich durch. Die Schlange war lang. Zum Glück war der fast straight off. Ist ja quasi so ein bisschen zu Hause hier in Hannover in der Senator Lounge. Man kennt sich, das finde ich ganz cool. Ja. Ja, es macht Spaß, auch wenn es jetzt nur eine kleine Lounge ist. Aber trotzdem ein bisschen familiär ist es schon. Jetzt geht's auf zu der A320 von Austrian. Ist gerade angekommen. Scheint alles pünktlich abzulaufen. Also ist ja gerade so ein bisschen viel los hier. Und wir haben zum Glück ja auch, wie gesagt, dass die Fastline, damit konnten wir ja schnell durch. Wir hatten ganz viel Zeit jetzt. Wir setzen das Priority Boarding fort und bitten die Fluggäste der Boardinggruppen 1 und 2 zum Einsteigen. Das sind die schönen Glasbrücken in Hannover. Das finde ich einfach das Tolle. If you're sitting next to an emergency exit, you're revised to hand luggage. Ja, die passende Musik läuft auch. Ich glaube, wenn ich mal mich aus dem Fenster lehnen darf, ich glaube, es ist der Wiener Walz. Klassische Musik als Boarding-Musik. Das finde ich cool. Nicht so langweilig still wie bei anderen Airlines. Das ist gut. Also wie gesagt, das ist die Austrian Business Class in der A320. Drei Reihen diesmal und die übliche, ja, europäische Business Class. Ich darf die Gäste bitten, möglichst rasch Platz zu nehmen und ihr Handgepäck unter den Sitzen zu verstauen, falls oben kein Platz mehr ist. Wir haben von der Luftverkehrskontrolle eine vorgegebene Abflugszeit und das Fenster beginnt in 8 Minuten und ist dann nur 15 Minuten gültig. Also eine Verspätung können wir jetzt echt nicht gebrauchen. Wir haben noch einen Anschlussflug in Wien und nur 1,5 Stunden Zeit, oder eher eine Stunde 20. Ne? Das also können wir jetzt auch nicht gebrauchen. Also zack, zack. Chemic Show, Arms Lights. Gerade noch so.
Ja, mir ist total warm. Irgendwie ist es auch, die Sonne scheint aufs Flugzeug. Also, der Service beginnt schnell nach dem Start hier. Wir sitzen in der letzten Reihe, das heißt auch ein bisschen später, dass man bedient wird. Aber es gibt eine warme Mahlzeit, das ist schon mal gut. Also, wir haben es gerade Mittag, also Mittagessen bei uns, und das ist warm. Das ist hier eigentlich mittlerweile selten bei der Lufthansa gut. Ja, vielen Dank. Ja, aber geht ruckzuck hier bei der Austrian, und ich habe mir einen Schlumberger, also keinen Champagner, aber ein, ja, Sekt aus Wien. Auch cool. Österreichischer Sekt. Ja, österreichischer Sekt, Niederösterreich Classic. Jawohl. Es duftet hier schon nach Essen, nach warmem Essen und Brot. Bei Austrian gibt es wieder lecker Brot. Also dann machen wir den Tisch auf. Ach, das ist aber. Gefüllte Nudeln. Das ist ja mal was. Pasta. Da kann sich die Lufthansa immer eine Scheibe abschneiden. Ach, klar, der Satz kommt immer. Echt? Ach, genau. Habe ich doch schon mal gesagt. Okay, danke schön. Oh, mit Pilzen. Cool. Danke sehr. Das sieht lecker aus. Haben Sie Brot? Oh, ich hätte gerne ein Brot. Dankeschön. Ja, das sieht doch cool aus. Schaut euch das an. Also. Eine ganz heiße Platte, kann ich nicht lange anfassen. Oh, nee, kann ich, ist noch zu heiß. Gefüllte, ja, Nudeln. Also das sind die Nudeln mit einer Pilzrahmsoße. Duftet sehr lecker. Also ich sage, Pasta ist ja im Flugzeug immer so eine Sache. Ja, kann mal ganz mega in die Hose gehen. Geschmack. Ja, aber bei Austrian, das geht immer, ne? Aber ihr wisst ja, bin auch gewissen, die Austrian hat ja in der Lufthansa Group meiner Meinung nach das beste Catering. Und schmeckt eigentlich immer. Auf unserem Flug nach Bangkok gab es Backhändel, beziehungsweise, ja, weiß nicht genau, wie es in Österreich heißt, also Hühnchen. Das war auch lecker. Backhändel, ne? Ja, war doch Backhändel. Ja, Backhändel. Die Nudeln sind natürlich so ein bisschen al dente, was ja okay ist. Soll ja so sein, sie sind nicht mega weich, sie sind aber nicht hart. Sind gefüllt mit so einer Art Käse. Käsefüllung. Auch lecker. Auch das Brot. Das ist fantastisch. Ja. Was ja, Brot mal? Gewürzbrot. Also, es ist ein Gewürzbrot. Das ist ja nicht ganz so typisch für uns Norddeutsche. Ja. Sauerteig-Gewürzbrot. Mhm. Und ist das etwa eine Sacher-Torte? Ja, genau. Eduard Sacher-Torte. Steht sogar noch drauf. Hier wird jedes Klischee erfüllt. Ja, wie du schon sagtest. Phänomenal. Auf einem 1 Stunde 15 Minuten Flug. Also das hier aufzufahren. Also auf Screen hat es irgendwie drauf. Ich weiß auch nicht. Ganz fantastisch. Wahrscheinlich aus Wien mitgebracht, oder? Ich, ja, natürlich. Schätze ich auch. Das ist ja nicht aus Hannover. Garantiert nicht. Ja. Das ist nicht aus Hannover. Das ist durchaus aus Wien. Ja, und weil das schmeckt dir viel zu gut. Fantastisch, muss ich sagen. Ich würde jetzt nicht unbedingt denken, dass ich in der Flugzeug bin. Und das auf einer Kurzstrecke. Europäisch. Also das ist ja jetzt irgendwie schon fast nicht mehr wirklich. Was das? Ich will es nicht übertreiben, aber es ist schwer, in Europa eine Airline zu finden, die so ein Catering anbietet. Auf kurzer Strecke. Servus. Servus. Liebe Gäste, herzlich willkommen in Wien. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis das Anschnallzeichen bei Ihnen erlischt. Caring Show, die Summer Slides. Angekommen. So, Mikrofon ist wieder gerichtet, angekommen hier in Wien. Sehr interessant, und bestätigt, dass die Austrian eigentlich mit die beste Airline der Star Alliance, der Lufthansa Group ist, nicht Star Alliance. Ja, war toll, der Flug, ja, oder? War ein toller Flug. Ganz kurz von Hannover nach Wien und an so ein Essen, ich bin immer noch begeistert. Und so eine liebe Flugbegleiterin. Ah, cool.
Also, wie hat es euch gefallen? Gerne mal einen Kommentar da lassen, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Der Mitschlagoberst. Schlagoberst, ja, stimmt. Aber die Sachtorte vor Ort in Wien schmeckt bestimmt besser. Servus. Servus.